Aloha und herzlich willkommen zu einem weiteren Shine Your Light Gespräch. Und diesmal habe ich die ganz wundervolle Sibylle Karima Althaus-Storbeck eingeladen. Sibylle Karima ist psychologische Beraterin, spirituelle Begleiterin, Engelheilerin, Engelmedium, Autorin und wir haben vieles gemeinsam, nämlich das Malen, das Yoga, Meditation und die Engel. Und ich freue mich so sehr, liebe Sibylle Karima, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, Stefanie, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch, dass wir diese schönen Dinge miteinander teilen. Ja, ich mich Ganz auch. schön. Bevor wir starten, möchte ich dir noch den neuen Goddess Awakening Circle vorstellen. Der bisherige Goddess Awakening Circle shiftet auf eine neue Stufe und ist ab sofort ein Divine Feminine Empowerment Membership und Community. Eine Community von erwachenden Frauen, die bereit sind, ihre innere Göttinnenkraft und ihre spirituellen Fähigkeiten noch bewusster zu erwecken und zu leben, gerade auch im Alltag. Dieser energetische Kreis und Community wird von der geistigen Welt und den Göttinnen mit Healing Frequency unterstützt, das bedeutet mit hochfrequenten Lichtcodes. Innerhalb der Community finden rund um den Voll- und Neumond Live-Channelings und verschiedene Events statt. Was bleibt, ist der virtuelle Heilige Tempel Circle mit Live-Channeling und Energieübertragung an drei Abenden rund um den Vollmond und natürlich die gechannelte Meditation mit den Göttinnen-Lichtcodes. Neu ist, dass die Community, die Membership-Plattform zum wertschätzenden Austausch und Verbundensein durchgehend geöffnet ist. Es gibt ein zusätzliches Live-Event oder Channeling oder auch ein Meeting am Neumond. Es haben sich bereits viele wundervolle Frauen angemeldet und ich lade auch dich ganz, ganz herzlich ein, Teil dieser kraftvollen, inspirierenden und segensreichen Community von herzzentrierten Frauen zu sein und den Goddess Awakening Circle zu bereichern. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Alle Infos dazu findest du unter dem Video. Für die Menschen, die dich vielleicht aus meiner Community noch nicht so gut kennen, magst du vielleicht ganz kurz mal so deinen Lebensweg beschreiben, wer du bist, was du machst, wie du Menschen begleitest, einfach was dir so wichtig ist, was die Menschen über dich erfahren dürfen. Ja, gerne. Das mache ich sehr gerne. Also mein Lebensweg ist ja schon ein bisschen länger. Ich gehöre ja schon zu den älteren Frauen und meine Erfahrung ist, dass die älteren Frauen relativ viel mitzuteilen haben, vielleicht auch weil sie diesen langen Lebensweg und diese vielen Erfahrungen haben. Als Kind habe ich immer gemalt. Bin mit meiner Familie habe ich in einem Künstlerhaus gewohnt. Und mir war das so selbstverständlich, das Malen, und ich habe das so geliebt. Und alles, was ich erlebt habe, habe ich gemalt. Und irgendwann, ich glaube, da war ich schon in der Oberstufe im Gymnasium, hat meine Kunstlehrerin zu mir gesagt, sie hätte Kunst studiert. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, was? Man kann das studieren? Ich dachte, man ist einfach Künstler. Und da habe ich beschlossen, ich will Kunst studieren. Auch wenn man das studieren kann, das ist ja super. Mein Vater war aber nicht damit einverstanden, weil er sagte, nee, das ist brotlose Kunst, mach was Vernünftiges. Kenn ich. Ich glaube, das Thema ist in jeder Familie, wenn sowas kommt. Und dann haben wir das so ausgehandelt, dass ich Kunst studieren darf, wenn ich das fürs Lehramt mache. Und da brauchte ich aber noch ein anderes Fach. Und ich habe immer schon mich interessiert für etwas, was hinter der wahrnehmbaren Wirklichkeit ist, auch dadurch bedingt, dass ich als Zwölfjährige
so eine Engelvision hatte, so eine Engelerfahrung, die sehr intensiv war. Und ich habe auch einige Zeit gebraucht, um das einzuordnen und wusste dann aber, diese Welt gibt es. Und das ist immer, diese Welt ist immer in Kontakt mit mir. Auch gleichgültig, ob ich meinerseits den Kontakt halten kann, ist diese Welt für mich da und zwar ganz liebevoll, ganz lichtvoll. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, dann studiere ich Philosophie. Und das ging da, wo ich war, aber nicht. Also habe ich auch, Theologie ist ja so ähnlich, dann habe ich das studiert und habe noch Psychologie mit reingenommen. Das fand ich sehr interessant. Da habe ich dann auch sofort Menschen getroffen, die, mit denen ich bis heute befreundet bin. Und ich habe dann auch noch als Lehrerin gearbeitet. Und war aber in der Schule, also eigentlich hat es mich regelrecht krank gemacht, dass ich gerade in Kunst und Religion Jugendliche beurteilen sollte. Das widerstrebte mir dermaßen. Und wie Schule so ist, irgendwann war klar, ich muss aussteigen. Mich macht es total krank. Und gleichzeitig, als ich das so langsam erkannte, hatte ich angefangen, Meditationskurse zu geben. Denn ich habe nach dieser Engelerfahrung mit 13, 14 Jahren schon mit Yoga und Meditation begonnen. Und diese Meditationskurse waren total beliebt. Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben mich gebeten, doch am Wochenende auch was zu machen. Und dann war das wirklich ein fließender Übergang. Also es war schon eigentlich das Portal geöffnet für diesen neuen Weg. Und es wurde immer mehr und immer mehr an Arbeit, an Zustrom, an Begeisterung. Und dann habe ich gemerkt, dass manche Menschen mit tiefen Verwundungen kommen und meditieren, um das zu heilen. Es heilt aber nicht, sondern es ist ein, ich habe es dann genannt, ein spirituelles Notpflaster über der Wunde. Die Wunde, ja. Es wäre aber besser, die Wunde anzuschauen, frische Luft daran zu lassen, dass sie heilen kann. Und deshalb habe ich dann noch eine kunsttherapeutische Ausbildung gemacht und bin das auch immer noch mit Begeisterung, Kunsttherapeutin, weil man in diesen nichtsprachlichen Raum kommt. Ja. Der manchmal wahrhaftiger ist als unsere logische Sprache. Definitiv. Und ich bin dann, ich habe noch Engelheilerinnen-Ausbildung gemacht bei Eva Maria Mora und bei Jana Haas. Und das waren alles Ergänzungen zu meiner Praxis, die ich ja schon hatte. Und ich bin mit all dem total glücklich. Zumal, dann kam ja noch mein das Buch. Genau, da wollen wir auch drüber sprechen, über das Buch. Ich finde, wenn ich kurz mal einhaken darf, ich finde das so spannend, weil der Titel von dem Buch ist ja Ohne Müssen und Sollen. Und ich finde, das passt so extrem gut in diese Zeit, wo wir ja alle mit diesen Einschränkungen, mit diesen Regeln zu tun haben und nichts dürfen, dafür sollen und müssen und das wieder nicht und so. Und ich dachte so, wow, das passt so treffend in diese Zeit, das Buch, natürlich auch die Inhalte, aber auch der Titel. Also ja, wundervoll. Ja, und das war tatsächlich so, Stefanie, als in einer Morgenmeditation, die Morgenmeditation ist mir immer ganz, ganz wichtig, als Tageseinstieg kam auf einmal dieser Titel, Ohne Müssen und Sollen. Und ich selber konnte mich dann erstmal in diesen Titel rein entspannen beim Schreiben. Das oder wenn ich mehr wusste, wie geht es denn jetzt weiter, wie kann ich das denn sagen, wie kann ich das schreiben, dann habe ich mir den Titel angeschaut und konnte mich entspannen und mein Vertrauen wieder aufbauen. Ja, ich finde es auch, ich bin da sehr dankbar für. Ja, ist ganz wunderbar. Also ich würde auch ganz gerne zwei Sätze, die mich gerade auch schon in der Einleitung des Buches hier angesprochen haben und die auch wirklich sehr treffend sind, finde ich, für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, gleich vorlesen. Aber
Möchtest du vielleicht noch kurz was zu dieser Engelerfahrung sagen? Einfach, weil wir ja uns im Vorfeld auch schon ausgetauscht haben, dass eigentlich glauben wir oder so nehmen wir das wahr, viel mehr Menschen Engelerfahrung haben oder Kontakte, Erfahrungen mit der geistigen Welt, sich aber selber dann das nicht eingestehen und sich selber für verrückt erklären. Vielleicht magst du auch so das mal anreißen. Da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Ich mache auch die Erfahrung in meiner Praxis, dass viel mehr Engel solche Engelerfahrungen haben oder auch Erfahrungen überhaupt mit der geistigen Welt. Und dann entweder sagen, ah, dann war das wohl irgendwie ein Traum oder ich habe Angst, dass ich jetzt verrückt geworden bin und nicht darüber sprechen. Es ist aber tatsächlich so, dass viel mehr Menschen diese Erfahrungen machen, als wir es so glauben. Das scheint immer noch ein Tabuthema zu sein. Und für mich ist es, also als 12-jähriges Mädchen, ich war total naiv. Naja, wer Was? ist damit nicht na in dem Alter nicht naiv? Eigentlich ist es ja Eben. schön, naiv zu sein, Zwölf vielleicht, Jahren ne? ist man so naiv. Und war es wirklich so beeindruckend, diese Vision, diese Erfahrung, diese Lichtgestalt, dieser Engel, so riesig und so eindeutig, dass es wirklich meinen Lebensweg wie ein Lichtstoß auf den Weg gebracht hat. Wow, ja, das hilft so. Natürlich habe ich geschlängelt und bin gestrauchelt. Natürlich habe ich als Mensch Fehler immer noch und ich finde, es geht auch gar nicht um Perfektion. Aber es war immer die große Ausrichtung war da, also wie ein immer eine Erinnerung, die sehr deutlich sich immer wieder durchgesetzt hat. Und ich habe mal, Stefanie, das ist in dem Zusammenhang ganz interessant, auf einem Psychotherapeutenkongress hatte eine junge Frau gerade ihre Doktorarbeit veröffentlicht als Buch. Und da ging es um psychotische Zustände und Visionen. Und ich hatte sofort solche Ohren und solche Augen. Und in diesem Buch erklärt sie Studien, die genau den Unterschied herausstellen. Und ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, diese Visionen oder diese Engelerfahrungen, die man hat, bringen auf einen Weg, der aufsteigend ist, der uns immer stärker mit der Seele verbindet, der lichtvoll ist, der lebensfreundlich ist. Psychotische Zustände gehen nach unten. Die sind zerstreuend und irreführend und es geht einem nicht so gut dabei auf Dauer. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Oh wow, danke, dass du das nochmal so verdeutlichst. Weil Ja. oft auch, genau, weil viele Menschen, wie wir uns ja ausgetauscht haben, dann denken, ich werde verrückt, aber das ist nicht so. Danke für diese Unterscheidung. Wundervoll. Und wie nimmst du denn persönlich so die Engel wahr im Alltag? Also so. Für dich persönlich, wie ist deine Wahrnehmung? Ist das eher, weil ich habe auch so oft Frauen in der Hauptsache begleite ich ja, die sagen Ja. dann, ich nehme nichts wahr und es stimmt dann nicht, weil die fühlen entweder oder manche sehen es oder wissen es. Aber wie ist deine persönliche Wahrnehmung, wenn du darüber sprechen möchtest, der Engel, wie begleiten die dich, wie genau oder wie fühlst du dich da so begleitet von den Engeln? Was ist es auch immer eine Frage, auf welchem Level ich gerade gehen kann, für was ich mich öffne? In meinen morgendlichen Meditationen, die sind wirklich Standard, das muss unbedingt sein bei mir, nehme ich die Engel als Licht wahr. Du hast da hinten so ein tolles Bild hinter Es ist dir. ein Lichttor, genau, ja, ein Lichtportal. So ähnlich beginnt das, sich aufzubauen, und es wird dann eine Lichtgestalt, die gestikuliert, die mir ein Symbol zeigt oder einen Kontakt zu mir aufbaut. Es fühlt sich wie ein Kontakt an und ich übersetzen kann, was gesagt wird. Es ist aber keine Stimme, sondern es ist mehr die Botschaft fühlen.
Und die Worte wahrnehmen, die Bedeutung wahrnehmen. Und auch in meiner Praxis, wenn ich Engelbotschaften gebe oder heile mit Hilfe der Engel, ist es immer meine Aufgabe, das zu übersetzen, so dass Menschen das in unserer Sprache hören können. Aber es ist nicht so, dass die Engel so mit mir reden, sondern das ist dann wirklich, manchmal frage ich mich auch, wie sage ich das denn jetzt am besten? So ein Fingerspitzengefühl, ein Feingefühl und viel Übung. Viel, viel Übung. Also es ist vor allen Dingen sehr viel Licht, ein farbiges Licht, ein Licht in Bewegung. Und es gibt eine Spezialität, das ist der Erzengel Michael, mein Freund. Als ich so mit angefangen habe, mit Engeln zu arbeiten, da habe ich aufgrund meiner Engelerfahrung als Kind so einen Respekt gehabt, gerade vor dem Erzengel Michael, dass ich mich nicht richtig getraut habe. Ja. Ich habe so gedacht, oh, aber ich meine so ein Erzengel und dann auch noch der Michael und nachher knallen mir die Nerven durch. Weißt du was? Dann hat meine, das ist ja immer eine Kooperation zwischen den Engeln und unserer Seele. Und dann ist er mir erschienen als ein Hausmeister. Also ich nahm ihn noch in seinem Licht wahr, aber darüber war so ein Hausmeisterkittel und ein Werkzeugkoffer. Und dann hat er mich so angelächelt und hat gesagt, komm, dann wollen wir mal loslegen. Und das fand ich so nett, dass ich über so ein Alltagsbild meine Angst abbauen konnte und er dann ganz langsam ich wahrnehmen konnte, wie sich sein Licht entfaltet, wie er immer mehr zu einem Engel wird. Und jetzt ist es auch gar kein Problem, wenn zum Beispiel ein sehr großes transformatives Thema kommt und er in seiner ganzen Transformationskraft daherkommt, ich fürchte mich nicht mehr davor. Das ist alles in Ordnung. Aber es war ein Lernweg. Ich musste das erst aushalten können. Ja, das stimmt. Also bei mir, ich hatte ja nicht so eine Engelerfahrung in dem frühen Alter. Ich war sehr hellfühlig, aber hatte dann mit 2012 war das, wo ich in so einem Seminar war und dann habe ich zum ersten Mal so einen Riesenengel gesehen mit geschlossenen Augen bei so einem Channeling und ich war so geschockt, dass ich die Augen aufgerissen habe und nicht mehr zumachen wollte. Ich dachte, ja, also ich kann das total nachvollziehen. Das war so eine riesige Lichtgestalt und mir ging es dann auch ähnlich, dass sich das so wie Licht gezeigt hat. Bei mir war es Erzengel Raphael, der zuerst da war. Schön. Und mit dem ich auch mit Erzengel Michael dann, der war so der zweite. Aber ja, und das hat sich dann auch, es ändert sich auch immer. Aber ich finde es witzig mit diesem Hausmeister Erzengel Michael, weil je nachdem, was ich nämlich mache, mit wem ich wie arbeite oder auch für mich selber, hat er nämlich auch einen Werkzeugkoffer mit den unterschiedlichsten Lichtwerkzeugen. Genau. Ne? So ist es ja tatsächlich. Das finde ich dann jetzt ja auch so Tools. Spannend. Ja, ja. So witzig. Ja. Wunderbar. Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne zwei Sätze aus deinem Buch teilen, weil die mich sehr angesprochen haben. Ich finde, die stimmen auch. Und dann unterhalten wir uns einfach gerne auch nochmal so drüber, was auch die Menschen, die Zuschauer in diesen sehr herausfordernden Zeiten unterstützen kann. Gerne. Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal aus dem Zusammenhang. Es ist in der Einleitung des Buches, aber es hat mich einfach berührt. Und du schreibst da besonders gut, besonders schön, besonders lieb, besonders anziehend, besonders reizvoll, oder was auch immer Besonderes vermeintlich sein zu müssen, etwas Besonderes sein zu wollen, ist ein Mittel unserer narzisstischen Gesellschaft, unser wahres Sein zu verhindern. Und ich empfinde das nämlich auch so. Es muss immer spektakulär sein, besonders wir müssen besonders sein und eigentlich kommen wir schon vollkommen auf diese Erde. Genau. Stefanie, ich danke dir für diesen Begriff vollkommen. Wir kommen nicht perfekt, aber vollkommen. Ja. Ja, Welt. Das ist so. Die Vollkommenheit ist nämlich lebendig und das Perfekte ist so tot. Ja, und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir einfach nach diesem Perfektionismus streben. Besonders nehme ich das auch wahr in Deutschland, das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein, aber es ist so, dass alles perfekt sein muss. Wir haben To-Do-Listen, wir haben Zeitpläne, es muss alles auf den Punkt genau sein. Ja. Eine sehr festgefahrene Struktur und
Ja, ich glaube, es bricht jetzt auch auf, ne, in Und dieser Zeit. das, was du vorgelesen hast, Stefanie, aus meinem Buch, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, das auch mit diesem ohne Müssen und Sollen zusammenhängt. Wenn wir meinen, wir müssen noch weiter, noch schneller, noch besser, noch schöner, noch schlanker, noch was weiß ich was werden, entfernt, das sind, also ganz einfach ausgedrückt, kann man sagen, das sind so Ego-Geschichten. Ne? Ja. Also unser kleines Ich, oder ich sage es mal freundlicher, Ego ist auch manchmal so klatschig und dann weiß wieder niemand, was das sein soll. Unser kleines Ich, das gesellschaftlich sehr geprägt ist und mit Glaubenssätzen vollgestopft ist und mit Regeln, wie was zu sein hat, ist nur wirklich ein Teil unseres Lebens hier. Und wenn wir nur diesem kleinen Ich folgen, versäumen wir es sozusagen in diese Großartigkeit unseres wahren Selbst zu kommen und unsere Potenziale wirklich zu entfalten. Ja, Zum Beispiel wow. eben auch mit Engeln zu kommunizieren. Das gehört mit zu dem Seelenpotenzial eigentlich eines jeden Menschen. Ja, so sehe ich das auch. Und wir leben ja gerade in einer Zeit, in der das von immer größerer Wichtigkeit wird und sich auch immer mehr durchsetzt. Freue ich mich sehr drüber. Ich mich auch, ja, ich glaube, ohne das geht's nicht, Ja. weil, also ich glaube, ich sage das oft, aber ich hatte ja zu Anfang von dieser Krisensituation, wir nennen es jetzt mal Krisensituation, aber eigentlich ist es ein riesen Transformations- und Veränderungsprozess, hatte ich ja so ein Channeling gemacht, was so die Ursache ist hinter diesem Symptom des Virus. Und da kam so, wir haben die Verbundenheit verloren zu uns, also zu unserem Herzen, zu unserer Seele, zur Erde, zum Spirit, ob man das God, Spirit, Source nennen möchte, und auch untereinander, also alle Menschen, aber auch mit allen Lebewesen. Also diese alles umfassende Verbindung, Verbundenheit, dieses Gefühl des Einsseins, das haben wir vergessen. Und deswegen zeigt sich dieses Virus als Symptom dessen, und es ist nicht die Ursache von irgendwas, sondern es ist quasi ein Rückbesinnen, ein sich zurückerinnern an das, an das wahre Sein, wie du das ausgedrückt hast. Das finde ich so wundervoll, ja. Das finde ich sehr interessant, was du sagst. Und ich würde dem auch zustimmen. Allerdings hat natürlich das Virus in der physischen Welt eine Ursache. Und natürlich bin ich der Naturwissenschaft auch sehr dankbar, dass sie forschen und uns, also die, die daran erkranken, uns Hilfsmittel zur Verfügung stellen oder auch, wer will, kann sich impfen lassen. All das ist gut. Also es gibt ja immer diese. Ich finde, unser Dilemma ist, dass wir ja als geistige Wesen, als Seele in einer physischen Welt leben. Warum eigentlich? Das Also, ist eine gute ne? Frage. Ist das nicht bequemer und wir sind einfach Seele geblieben? Weil wir hier so enorm viel lernen können. Wenn wir einen Körper haben, können wir unsere Gedanken und Gefühle gleichsam vor uns hinstellen. Wir können sie vor uns hinstellen und uns das anschauen. Wir können es klären. Wir können vergleichen. Wir können sagen, oh, wenn ich das denke und mache einem anderen Menschen gegenüber, dann tut dem das weh. Ach, so ist das, wenn ich nicht liebevoll bin. Und wenn ich liebevoll bin, was passiert dann? Ach, so ist es. Also, es gibt immer Lernschritte und natürlich sind die nicht so einfach, wie ich es gerade beschrieben habe, aber im Prinzip geht es darum. Und Vielleicht sind sie deshalb auch ist so es einfach, ne? tatsächlich, wie Buddha sagt, eine Gnade, diese menschliche Inkarnation, weil sie so kostbar ist, weil wir so unglaublich viele Entwicklungsschritte machen können. Und es ist eine Existenz, die sehr, aber auch mit Leiden verknüpft ist, was wir ja in dieser Pandemie auch sehen. Und es gibt andere Länder, wo es noch viel, viel grausamer zugeht. Und die haben wirklich mein ganzes Mitgefühl. Und da wird so deutlich, wir kriegen das Ganze aber nur hin, wenn wir miteinander Ja.
vorgehen, wenn wir uns miteinander entwickeln. Und das ist tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, das große Thema dahinter. Ja. Und dahinter sehe ich das so, wie du es gesagt hast, dass es eine Möglichkeit ist, etwas zu lernen, wie wir miteinander leben können und noch liebevoller werden, noch achtsamer werden und wieder die Verbundenheit spüren zu unserer Natur, zu den anderen Menschen. Ja, das ist ganz wunderbar. Und ich glaube auch, das sagen die Engel immer wieder, dass es, ich weiß jetzt nicht mal, es ist ja so ein großes Wort, dass es das im Universum so noch nie gegeben hat, dass wir in einem menschlichen Körper auf ein nächstes Energielevel shiften dürfen. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber es ist zumindest so, dass es oft so war, dass wenn bestimmte Gesellschaften oder Communities geschiftet sind, dass die dann einfach aus dem Körper gegangen sind. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass wir mit dem Körper auf ein nächstes Level gehen. Und deswegen ist, glaube ich, auch nochmal diese Erfahrung, die wir jetzt alle machen, dieser Transformationsprozess förderlich, auch wenn es nicht, ich gebe dir recht, nicht in jeder Ausprägung schön und einfach ist. Das ist so. Nee, einfach ist es nicht. Das hat, glaube ich, auch noch nie jemand behauptet. Aber das Enorme ist, dass obwohl es schwierig ist, das Leben auszubalancieren, es unheimlich spannend und schön ist zugleich. Mhm. Das ist so eine Gleichzeitigkeit ganz widersprüchlicher Qualitäten. Mhm. Und das Schöne können wir dann wahrnehmen, wenn wir uns richtig ausrichten und ja. in unser wahres Selbst einsteigen. Wenn wir im kleinen Ich bleiben, ist es meistens eher drückend. Mhm. Ich glaube, da passt ganz gut das zweite Zitat aus deinem Buch, das ich auch mal aus dem Zusammenhang in der Einleitung rausgenommen habe. Mhm. Und da sagst du, ja, aber warum strahlen denn manche Menschen durch glückliche Augen? Da gibt es also Menschen, die in einfachen und naturverbundenen Gesellschaften leben. Ist es das? Aber es gibt ja auch Menschen, die in reichen Industrieländern glücklich strahlen. Was haben die, was die Unglücklichen nicht haben? Das fand ich sehr, sehr spannend, diese Fragen, die du da stellst. Ja. Und ich glaube, da können wir auch einhaken mit der Antwort, was vielleicht was diesen Zustand des Glücklichseins ausmacht und was wir tun können, was uns in diesen herausfordernden Zeiten der Transformation hilft, wirklich in immer mehr natürlich. Ich glaube, da ist nach oben offen oder ein Entwicklungsprozess, aber dass wir wirklich in dieses Gefühl der Verbundenheit und des Seins, des Glücklichseins zurückfinden können. Also da gibt es so eine Fülle an Möglichkeiten und eins ist, das zeigen wir allen, miteinander reden, ja. Das, was wir beiden gerade machen, also sich sehen, sich wahrnehmen, öffnen für den anderen und miteinander reden und nicht nur hören, was der sagt, sondern es auch wirklich im Herzen ankommen genau. lassen. Ja. Und dann sagen, oh, das könnte ich aber jetzt ergänzen oder nö, das sehe ich anders. Und dann wird es so lebendig und so interessant. Mhm. Das ist das eine im menschlichen Umgang. Also nicht zu sagen, die hat ja rote Haare, mit der spreche ich nicht. Oder, weißt du, da kommen ja die unglaublichsten an Blockaden, die wir in uns haben. Die zeigen sich dann im Außen. Also eher offen aufeinander zugehen, aber dann auch eigene Grenzen hüten, also sich nicht gleichzeitig überfordern. Das gehört zur Selbstliebe, zur Selbstachtung und zur Selbstfürsorge. Zu sagen, das geht jetzt so nicht oder das wird mir gerade zu viel oder ich habe kein gutes Gefühl dabei. Mhm. Das ist auch wichtig. An spirituellen Hinweisen finde ich ganz wichtig, wirklich so oft es geht zu meditieren, einmal am Tag oder zweimal am Tag ist sehr gut. Das muss gar nicht so lange sein, vor allen Dingen, wenn man damit beginnt, muss es nicht lange sein. Aber
Das ruhige Atmen und überhaupt zur Ruhe zu kommen, ermöglicht uns überhaupt erst, das weitere Sein wahrzunehmen. Ja. Und wenn Meditation aus irgendwelchen Gründen nicht geht, vielleicht ist gerade vorm Fenster eine Baustelle auf der Straße oder so, dass man sich nicht darauf einlassen kann, dann ist ein Gebet gut. Und Gebete sind auch dann gut, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir merken, das wird jetzt für uns bedrohlich. Also einer unserer liebsten Menschen kommt plötzlich ins Krankenhaus, weil er einen Unfall hatte oder so. Und wir stehen da auf der Krankenhausstation und wissen nicht, was los ist. Beten. Ja. Um Hilfe bitten. Sich verbinden mit der lichtvollen geistigen Welt ist immer unterstützend. Immer. Ja. Ja, ich nehme das auch so wahr. Und auch zu der Meditation, also ich mache das, ich habe jetzt nicht so ein Ritual, wo ich jeden Tag das Gleiche mache, aber ich mache das auch so, dass ich manchmal wie so eine Art meditativ Geschirr spüle, ja, also dass ich versuche da auch an nichts zu denken, beziehungsweise auch zu atmen und es bewusst zu machen oder auch wenn ich im Park spazieren gehe oder dass ich das dann bewusst mache und da merke ich auch, das erdet mich total, da bin ich dann auch so verbunden. Also es kann das wirklich still sitzen sein und das ist auch sehr hilfreich, ich mache das auch oft und wirklich atmen, den Atem fließen lassen. Es kann aber auch bei einer einfachen Tätigkeit sein, also so einer Routine-Sache, wo man auch in so einen ganz, ganz geerdeten und ruhigen Zustand kommen kann. Ja, das ist super, dass du das noch erwähnst, Stefanie. Ich merke immer, in Kontakt mit der Natur ist das bei mir so, dass ich ganz still werden kann innerlich. Vor allen Dingen dann, wenn ich Gartenarbeit mache oder aber auch durch eine wunderschöne Landschaft gehe. Ja. Das ist dieses Freiwerden, Weitwerden. Das tut auch wirklich gut, ja. Ja, ich finde auch diese Frequenzen allein von diesem Grün, weil ich verbinde das immer mit Erzengel Raphael, weil der ja auch dieses smaragdgrüne Farbenergie hat. Und es ist dann immer so, als wäre ich dann automatisch, wenn ich da die Bäume, die Blumen, den Rasen, das Gras sehe, als bin ich dann automatisch verbunden. Eigentlich ist es ja auch so, aber dann nehme ich das auch so wahr. Und das ist, dann hört man dann Vogel zwitschern, dann fliegt dann Schmetterling. Ja. Das ist so, dann ist da ein Windhauch, das ist so, ja, es ist natürlich, es ist Natur und es ist auch, ich finde, es ist auch, wenn man sich dann mal umschaut, es ist ja so eine Fülle, ja, in der Natur, so unterschiedliche Pflanzen, aber alles in einem Überfluss, also wenn wir es nicht krampfhaft irgendwie beschneiden und eindämmen und es ist ja so ein Wahnsinnsüberfluss. Das ja, so gerade jetzt so in diesem Monat, ne, in dieser Jahreszeit des Frühjahrs, ja. Ja, so empfinde ich das auch wunderbar. Wobei jede Jahreszeit ihre Fülle hat und ihre Besonderheit, ihre Farben auch, ihr Licht. Klar, als Frauen, die gerne malen, wissen wir das. Ja. Mich hat auch noch eine Sache in deinem Buch sehr angesprochen, und zwar der Seelengarten. Ich finde, das ist erstmal so ein bezauberndes Wort überhaupt schon. Und da schwingt auch schon so ganz viel mit. Und das ist jetzt auch die Connection zur Natur. Vielleicht magst du darüber noch mal was erzählen, über den Seelengarten, wie wir da Zugang haben, was es bewirken kann. Das ist ganz interessant. Dieser Seelengarten ist so ein archetypisches Bild, ein archetypisches Symbol, das sofort, wenn wir uns darauf einlassen, etwas bewirkt. Es entsteht sofort ein Bild, es entsteht sofort eine besondere Kraft. Und der Seelengarten oder der Garten der Seele ist ein Ort, für uns ein Ort der Kraft. Vielleicht, wenn wir in einen meditativen Zustand gehen und sagen, so, ich möchte jetzt mal in meinen Garten der Seele gehen, sehen wir einen Garten oder eine Landschaft, die wir kennen, in der wir uns sehr wohl fühlen. Es kann aber auch sein, und das ist oftmals so, dass gerade jetzt erst ein Garten und eine Landschaft entsteht,
aus meiner Seele heraus, aus meinem Innersten heraus, die etwas repräsentiert. Also wie in jedem anderen Garten auch, gibt es die vier Elemente zum Beispiel. Eigentlich sind es ja fünf, wenn man den Geist noch dazu nimmt. Mhm. Und dann kann ich wirklich gucken, in welchem Zustand ist die Erde heute im Garten der Seele? Braucht die Erde etwas? Und indem wir mit diesen Bildern umgehen, also ich nehme dann zum Beispiel wahr, oh, meine Erde ist sehr trocken, die braucht mehr Wasser, dann gieße ich mal. Indem ich mich darauf einlasse, informieren wir uns selbst und unser innerster Raum kommt aus der Dürre heraus und wird wieder neu bewässert. Das heißt, unsere physische Existenz wird wieder durchlichtet mit Gefühlen. Das ist so wunderbar. Wir kommen aus einer Erstarrung heraus. Oder wir können schauen, wie ist denn eigentlich die Luft? Ist die sehr bewegt oder sehr ruhig? Ist die warm oder kühl, erfrischend? All das kann man sich symbolisch anschauen oder einfach so nachspüren. Ah, das ist mein innerer Zustand. Und ich helfe mir jetzt, indem ich etwas tue oder indem ich ganz bestimmte Orte im Garten der Seele aufsuche. Also einen speziellen Kraftort, einen Tempel, einen Ort, wo ich in das Wasser des Lebens eintauchen kann, einen Fluss, indem ich auf einen Berg gehe, der sich irgendwo dann zeigt und oben auf dem Gipfel des Berges Ausschau halte nach meinem nächsten Lebensziel oder wie sich mein Lebensweg bis jetzt von oben betrachtet so anschauen lässt. All das kann man machen und ich habe das in vielen Gruppen schon gemacht, so Meditationen zum Garten der Seele und dann die Austauschrunde war immer das Allerschönste. Das glaube ich. Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann erzählt haben. Und das sind so Begegnungen gewesen, wo wirklich jeder gemerkt hat, das sind jetzt menschliche Begegnungen von Seele zu Seele. Wir lernen uns von Seele zu Seele bei dem Austausch kennen. Und es war sehr, sehr bereichernd, heilsam, ja, ganz, ganz schön. Ja, ich wollte gerade sagen, bereichernd. Was ich sehr spannend, also vielen Dank erstmal für diese Schilderung, diese ausführliche. Ich finde das so, so ganz anfassbar, begreifbar jetzt. Was ich sehr schön fand, zusätzlich, dass du gesagt hast, wir helfen uns selber. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir wieder das Vertrauen in uns finden, dass wir uns mit unserer Seele verbinden können, zum Beispiel über diesen Seelengarten, dann unsere Bedürfnisse erkennen können, was brauche ich jetzt, was braucht es jetzt und uns selber helfen können, dass wir nicht immer im Außen suchen müssen und irgendwelche Experten fragen, sondern klar, manchmal braucht es eine Begleitung in manchen Situationen oder wir dürfen uns auch die Hilfe erbitten, wie zum Beispiel entweder die Hilfe der Engel oder eine ganz physische Person, die uns berät und begleitet. Aber im Grunde können wir uns, wenn wir uns mit unserer Seele verbinden, uns auch selber helfen. Und das finde ich sehr wichtig. Und was ich so spannend finde, dieser, was du auch gesagt hast, ich hatte das gleiche Wort, das ist so bereichernd, was du geschildert hast. Da braucht es keinen Kinofilm, da muss ich nicht irgendwie Fernsehen gucken, ins Kino gehen, sondern ich habe das ja alles in mir und das ist so vielfältig und so spannend, da muss ich mir nichts mehr angucken, ja. Das finde ich sehr faszinierend. Ja. Ja. Und das kann uns auch über diese Zeit der Veränderung jetzt begleiten, ne? Weil wenn ich diesen Reichtum und diese wahnsinnige Naturerfahrungen in meinem Seelengarten in mir selber habe, dann habe ich ja auch einen ganz anderen Fokus und schaue nicht nach draußen, was da jetzt wieder an komischen Nachrichten kommt, die beängstigend sind vielleicht, sondern ich bin in mir zu Hause und ich fühle mich da bereichert und aufgefangen. Das finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Wow. Ja, so. Oder auch selbst, wenn ich diese erschreckenden Nachrichten höre und sehe, ich finde ja das Sehen immer noch viel beeindruckender als das Hören. Ja.
die Bilder hängen viel, viel tiefer fest in uns, ja, habe ich die Möglichkeit, damit wieder umzugehen. Also ich kann dann sagen, die Welt ist, es gibt die und die großen Themen in der Welt und das macht mich ganz traurig oder das beängstigt mich. Und da, wo Angst ist, wird es ja eng und wir gehen wieder in dieses kleine Ich. Und was kann ich denn dann selber tun? Und das, was du sagst, finde ich so wichtig, dass wir uns selber helfen können, das zu wissen. Und dann diese, zum Beispiel den Garten der Seele zu besuchen und an den Ort der Kraft zu gehen. Das ist ein ganz, ganz spezieller Ort, an dem wir auch sofort merken, dass der tut uns unendlich gut. Und da zu sehen, so, jetzt kann ich das erstmal wieder loslassen. Ich muss das nicht alleine tragen auf meinen Schultern und ich kann anders wieder damit umgehen. Oftmals geht es ja auch dann darum, wie können wir mit den Herausforderungen dieser Welt als spirituelle Menschen umgehen. Und da ist so eine Balance zwischen Rückzug und alleine sein wollen und innere, lebendige, wunderschöne Seelenwelt und die physische Welt mit ihren Herausforderungen, immer so eine Balance. Ja. Und die spirituelle Einsicht, das, was wir spirituell an Reichtum mitbringen, in diese physische Existenz hineinzubringen. Also auch wirklich ganz geerdet zu sein. Das ist nicht etwas, was wir nur als Bauchnabelschau betreiben, nur für uns selbst. Es ist immer für uns und für alle anderen Wesen. Wirklich so, weißt du, wie die Buddhisten sagen, Stefanie, mögen alle Wesen glücklich sein, glücklich und frei. Aber wie werden wir das denn? Nicht indem wir sagen, schneller, weiter, größer und noch besser, sondern indem wir diesen Weg einschlagen. Ja, den inneren Weg. Ja. Weil das, was wir ja im Äußeren sehen möchten, die Veränderung, die wir haben möchten, die darf in uns beginnen. Es klingt zwar so ein bisschen abgelutscht, aber es ist tatsächlich so. Und ich stelle das auch immer mehr fest und es wird mir auch immer mehr bewusst und klarer, dass das tatsächlich die einzige, ja, ich will jetzt nicht sagen Wahrheit ist, aber vielleicht ist es das doch, also dass es wirklich im Innen beginnt und dann, genau. Dann ja, es ist eine Frage des Bewusstseins. Also wenn wir etwas in dieser Welt verändern wollen, brauchen wir ein anderes Bewusstsein als das bisherige, die Position der Macht, der Gewalt und der Enge haben uns letztendlich dahin gebracht und des Gegeneinanders haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind, nämlich in die Katastrophen. Ja. Allerdings haben sie ja auch, und das ist ja dann, ne, es gibt ja immer so zwei Seiten der Medaille, sie haben auch diese Wissenschaften hervorgerufen, sie haben auch Fortschritte hervorgeholt. Und das ist ja auch deshalb, weißt du, ich bin so dankbar für all diese Möglichkeiten. Das ist immer etwas, dem ich entfliehen will. Ich liebe diese Welt mit all den Erscheinungen. Und ich wünsche mir so sehr, dass da, wo es so schmerzhaft ist und so leidvoll, da mehr Licht reinkommt. Ja. Wenn ich mir das aus meiner geistigen Schau angucke, dann ist immer da, wo es so schmerzhaft ist und wo die Katastrophen laufen, sehr dunkel. Da hat man sehr mit einem eher flachen Bewusstsein zu tun. Und sobald man das anheben kann, sind Möglichkeiten da, zum Beispiel miteinander sprechen, Annäherung. Ja. Ne? Und dann ist die Frage, ja, aber wie kann man das denn anheben? Und da gibt es diese schönen Bücher von dem David Hawkins. Ich mag die sehr. Und er hat herausgefunden, dass alles, was wir für uns tun, wenn wir unser eigenes Bewusstsein anheben, hebt sich das gesamte Bewusstsein. Denn wir sind immer, ob wir es wollen oder nicht, auf der Bewusstseinsebene mit dem ganzen Kollektiv verbunden. Also alles, was wir für uns tun, ist keine Bauchnabelschau. Es ist immer auch für alle anderen über die Bewusstseinsebenen, die dann angehoben werden.
aber auch mit unserer liebevolleren und klaren und lichtvollen Ausstrahlung. Ja, die wir in die nehme Begegnung ich auch so wahr. Ja, bin ich Beides. Bei dir. Mhm. Ja, bin ich bei ja, dir. Ja, und insofern ist das sehr sinnvoll, diesen Weg zu gehen. Also man kann es auch begründen, es ist nicht einfach so. Ne? Ja, aber ich gehe den Weg auch nicht, weil er sinnvoll ist, sondern weil es mich so zieht, ruft, dahin drängt. Deswegen, das ist wie so ein Automatismus. Einmal Schalter umgelegt, in Anführungszeichen, und dann dann läuft Stefanie los und ist nicht ja, so ein bisschen, so ein bisschen so, also bei mir war das zumindest so, oder klar, mhm. Ich glaube, wenn du einmal dieses Bewusstsein hast, dann kannst du auch nicht mehr zurück. Ja. Dann willst du auch nicht mehr zurück. Ja, genau so. Genau so. Genau. Und weißt du, ich habe, davon erzähle ich auch in meinem Buch, eine jetzt erst relativ späte Erfahrung in meinem Leben von dieser lichtvollen geistigen Welt ist meine Nahtoderfahrung gewesen. Mhm. Und auch das sind Erfahrungen, über die viele Menschen sich nicht trauen zu sprechen, ja. Weil ihnen dann eher materialistisch eingestellte Menschen sagen, ach, das waren die Medikamente, ach, das waren ja, die Medikamente, ja. Oder du hast geträumt. Aber weil ich ja selber diese Erfahrung gemacht habe während einer Operation, kann ich sagen, nee, Leute, das ist so wahrhaftig kann man nicht träumen. Und es hat so eine Kraft, was ich da erlebt habe, was ich da erfahren habe, das lässt einen nicht mehr los. Und das ist nochmal so eine Bestätigung gewesen von meinem langen spirituellen Weg, ja, von meinem Lebensweg. Und es hat auch mit dazu beigetragen und geholfen, dass ich dieses Buch dann schreiben konnte, weil ich wusste, es ist einfach so wichtig, das nochmal so auf meine Art zu sagen. Ja. Es gibt ja immer so Topf und Deckel, die einen sagen so, die anderen sagen so, und da gibt es Menschen, für die ist das auf diese Art prima, das so nochmal zu lesen. Ja. Und es ist so eine Bestätigung all dessen, was ich schon wusste, aber da ist jetzt nochmal, weißt du, so ein Energieschub hinter. Mhm. Ja, das kann ich. Also ich hatte so eine Erfahrung nicht, weiß auch nicht, ob ich sie brauche, aber ich kann es total nachfühlen, ja. Ja. So, wundervoll. Mhm. Oh, wow. Du hast jetzt so wundervolle Aspekte angesprochen, nicht nur aus dem Buch, sondern überhaupt ganz wundervolle, bereichernde Aspekte, Themen, wo wir auch ganz viel mitnehmen können. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass du gerne abschließend ein Gebet sprechen möchtest für uns, mit uns, oder eine Engelübung. Hast du dir was ausgesucht? Was spricht dich an? Was möchtest du gerne mit uns teilen? Ich bin sehr gespannt. Ich würde gerne eine Lichtmeditation anbieten. Mhm. Weil diese Lichtmeditation, die gab es schon ungefähr so in der Art, wie ich sie gleich anleiten werde, im alten Tibet als Heilmeditation. Also Lichtmeditationen sind immer richtig, immer gut. Und ich habe mir gedacht, da haben alle Menschen, die jetzt zuhören, können sich das rausnehmen und immer und überall machen. Wenn man darin geübt ist, kann man das sogar mit offenen Augen, weil es sehr über den Atem auch geht. Wunderbar. Und zur Einstimmung, dass wir gut in die Meditation hineinkommen, lese ich aus meinem Buch ein Gebet vor. Sehr das, gerne. Von mir selber ist. Sehr, sehr gerne. Da sind auch so viele andere schöne Gebete drin, die sind das aber. Stimmt. Ich finde, in so einem Video muss man das eigene nehmen. Definitiv, das ist so, ja. Ich hoffe, alle sitzen bequem. Ihr könnt euch auch hinlegen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr die Augen schließen. Und ganz ruhig. Ein- und ausatmen, sanft und tief. Atme sanft und tief ein und aus. Und spüre, dass du diesen durch deinen Atem
mit dir selbst verbunden bist und immer tiefer in dir selbst ankommst. Überall, wo du Anspannung oder Unwohlsein fühlst, stell dir vor, du lässt noch mehr los. Du atmest Licht ein und beim Ausatmen verteilt sich das Licht in deinem ganzen Körper. Vater, Mutter, Gott, großes Geheimnis. Was könnte ich dir geben, was nicht schon deins ist? Und doch geb ich dir alles, damit es eines ist. Was könnte ich dir senden, was nicht von dir ausgeht? Und doch send ich dir alles, damit in deinem Immer mein Jetzt drin wohnen kann. Amen. Und während du weiter das Licht einatmest, wird dein Jetzt zu einem geräumigen Raum des Immer. Und du kannst, wenn du merkst, dein Körper beginnt von innen zu funkeln, weil das Licht, das du einatmest, alle Nervenbahnen entlang fließt, durch alle Adern strömt, zu allen Organen und Muskeln hin. Dein Körper ein Lichtkörper wird, ganz entspannt und wohlig. Kannst du beginnen, Licht einzuatmen und auch auszuatmen. So dass winzige Lichtflimmerhärchen entstehen und kleine Lichtstrahlen um dich herum. Und du atmest weiter Licht ein und atmest es aus, so dass eine wunderschöne Lichtaura um dich herum entsteht. Wie ein Kokon aus Licht. Das Licht dehnt sich immer weiter aus und du atmest immer weiter ein. Dann sieh vor dir deinen Weg durch den heutigen Tag, durch die Woche, die vor dir liegt, und lass das Licht aus der Mitte deiner Brust, aus deinem spirituellen Herzen, aus deinem Herzchakra, als ein Segenslicht dorthin strömen, was du jetzt siehst, was vor dir liegt. Deinen ganzen Weg entlang verströmt sich dieses wunderschöne, helle, warme Licht einer Sonne gleich. Und vielleicht kannst du dann auch Menschen sehen, denen du begegnen wirst heute oder in der vor dir liegenden Woche. Und auch sie strahle mit deinem hellen und warmen Licht an. Segne sie. Und wenn du Projekte vorhast oder irgendetwas, was du gerne machen möchtest, lass auch dahin dein Licht aus deinem Herzen strömen. Und du gibst dieses Licht nicht von dir, es wird nicht weniger.
Denn du atmest weiter Licht ein und gibst das Licht nur weiter gebündelt dorthin. Und du bist ganz entspannt in deiner schönen Lichtaura, geborgen, warm und hell. Und kannst jetzt sogar in die Bereiche deines Lebens hineinschauen, wo etwas nicht in Ordnung ist, wo gerade Schmerz, Leid oder Not ist oder eine Disharmonie. Und dort sendest du jetzt aus deinem Herzen, an der Mitte der Brust, dein helles, warmes Licht hin. Ohne Beurteilung nimmst du wahr, wie das Licht dorthin strömt. Und alles durchlichtet. Und dann nimm all diese Bilder zurück und ruhe einfach in dir, in deiner Lichtaura, in deinem Lichtkörper. Spüre, wie wohlig jetzt sich dein physischer Körper anfühlt. Verneige dich innerlich vor dem Licht, das immer überall für dich da ist. Und wenn es gut ist, komme langsam zurück. Manchmal hilft dafür Schlucken. Die Hände, die Handflächen reiben und sich dehnen und strecken und öffne dann deine Augen wieder. Wow, wundervoll. Ich fühle mich ganz entspannt, ganz leicht. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, meine Liebe. Oh, so schön. Ja, ich danke dir wirklich von Herzen, liebe Sabine Karema, für nicht nur die Meditation, sondern für unser Gespräch, für diesen Austausch auf Herzensebene. Und ja, ich freue mich so sehr, dass wir die Gelegenheit hatten, jetzt dieses Gespräch zu führen. Wenn es jetzt Menschen gibt, die dich gerne finden möchten im Internet und auch dein Buch, dann hast du ja eine Website. Vielleicht magst du die kurz nochmal nennen. Dann genau. Kann man ja auch dein Buch dann finden, ne? Ja. Und auch überhaupt deine Angebote. Meine Homepage heißt Spirit in Touch zusammengeschrieben. Mhm. www.spiritintouch.de. Es gibt auch von mir eine öffentliche Seite auf Facebook. Mhm. Die heißt Sibylle Karema Althaus-Storbeck, Mutmacher Lichtwärts. Und da habe ich auch einen Link zu meiner Homepage. Mhm. Man kann aber auch das Buch im Internet finden, Amazon und wie die alle heißen, die vertreiben das. Und natürlich auch die lokalen, regionalen Buchhändler. Ne? Also, darf man auch nicht vergessen, das stimmt. Aber ich stelle sowieso alle deine Links und deine Kontaktdaten unter das Video. Und es ist so, wenn jemand Interesse hat an der Heilung mit Engeln, die ich mache, oder Engel-Durchsagen, Engelbotschaften, kann er mich anschreiben, anmailen. Mhm. Ich
antworte dann. Ich gucke regelmäßig ins Postfach. Also es dauert nicht Tage. Und ich mache das dann auch mittlerweile gerne über Zoom oder telefonisch. Man muss also nicht den weiten Weg nach Bremen machen. Obwohl Bremen ist schön, wobei ich war, glaube ich, noch nie in Bremen. Ja, Bremen ist eine sehr schöne Stadt. Ja. Es geht aber sehr viel unkomplizierter. Das finde ich so toll. Genau. Das Internet ermöglicht uns, dass es so unkompliziert geht. Mhm. Ja, sonst hätten wir jetzt auch nicht so miteinander sprechen können. Wunderbar. Ja. Mhm. Meine Liebe, dann danke ich dir von Herzen für dein Dasein, das, was du geteilt hast, auch die Meditation. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir auch, Stefanie. Es hat wirklich, war sehr schön, sehr bereichernd. Ja, fand ich auch sehr bereichernd. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen sonnigen Tag.